Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Heute frühstücken wir mit Rainer Scharinger. Toll, dass es geklappt hat. Hallo Rainer, grüß dich. Hallo Martin. Rainer, wir sehen uns in einer Zeit, in der du, wie immer, wenn das Video später angeschaut wird, auf die neuewelle.de schon im Trainingsoutfit unterwegs bist. Denn du bist wirklich viel unterwegs in Sachen Trainer, Fortbildung, Sportschule. Schöneck ist dein Zuhause, also sozusagen vom aktiven Trainer sein, vom Fußballer sein, jetzt für die anderen da. Beschreib mal so deinen Tagesablauf, da geht es ganz schön hektisch zu, wie ich immer merke. Ja, das ist völlig richtig. Also ich komme auch gerade und ich muss auch nachher gleich wieder Richtung Sportschule. Ist auch an den Wochenenden immer wieder viel los und ich bin tatsächlich für die Traineraußenfortbildungen zuständig und für die Talentförderung, das heißt für die Top-Talente in Baden von der U11 bis zur U19. Und da ist natürlich fast 7 Tage die Woche tatsächlich immer High Life mit den Dingen, die du angesprochen hast. Plus natürlich so noch, ich selber dann noch gern Kick, richtig Kick im Aha-Kick und natürlich für die gute Sache. Scharinger und Friends, ein wichtiges Stichwort auch heute natürlich bei uns in der Martin-Wacker-Show, werden wir später auch noch darauf eingehen, wie wichtig ist es, wenn man Trainer ausbildet, wenn man Talente fördert, selbst in diesem, ich sag mal, Hexenkessel Profifußball unterwegs gewesen zu sein. Du hast viele Profistationen, du hast aber auch spannende Trainerstationen gehabt. Ist das ein Stück weit eine Grundvoraussetzung, um den Jungen auch zu sagen, passt an der Stelle auf? Ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, in jedem Beruf ist es so, wenn man alles durchlebt hat. Und ich bin ja tatsächlich auch von Kinder-Jugendfußball in den Amateurfußball, in den Profifußball, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Und ich glaube, die Erfahrungswerte, die stehen auch in keinem Lehrbuch, gepaart mit Lehrbuch, mit Didaktik, mit Methodik, plus der Geschichte, wie du sie angesprochen hast. Ich glaube, das macht es für mich sehr wertvoll. Und natürlich, ich kann tatsächlich immer von alten Zeiten reden und von Erfahrungen werden. Und dann ist natürlich noch mal eine andere Glaubwürdigkeit da. Und das hilft mir, glaube ich, schon sehr in meinem Job. Und ich fühle mich auch wohler, weil ich sicherer bin, weil ich weiß tatsächlich, von was ich rede. Weil ich natürlich in den letzten 35 Jahren unheimlich viele dieser Momente, sowohl mit sehr viel Sonne, aber auch starker Sturm und Regen erlebt habe. Ja, gibt es da nicht einen Punkt, wo auch der Ex-Profi und der Ex-Cheftrainer sagt, ist es überhaupt empfehlenswert, einen jungen Menschen in Richtung Fußball zu schieben? Weil das ist ein Geschäft, das nicht an jeder Stelle erstrebenswert ist. Also ich kann das ganz deutlich sagen. Ich habe meinen Sohn davon weggehalten. Ich wollte das nicht, dass er in diese Mühle reingerät. Natürlich, wenn man am Ende vielleicht Philipp Lahm heißt und 500 Bundesliga und 100 A-Länderspiele hat, dann hat sich alles gelohnt. Aber das ist fast wie ein Lottogewinn. Und durch diese Mühle wollte ich meinen Sohn nicht jagen. Und tatsächlich, wie du sagst, natürlich gibt es viele, für die ist das vielleicht das Richtige. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall, wie ich eben angesprochen habe, weitaus mehr Regen auf der Kopf wie Sonne. Regen auf dem Kopf gab es bei dir beim KSC als Trainer. Da hast du zunächst mal die Mannschaft gerettet, dann ging es ein bisschen schwieriger wieder los. Wie stark ist der Druck auf so einer Trainerbank? Ich erlebe das immer wieder jetzt auch in der ersten Bundesliga. Ein Kommen, ein Gehen. Heute wird gesagt, man hält fest an dir. Morgen bist du schon entlassen. Wie erlebst du das aktuell? Ja, also ich muss sagen, man muss eigentlich mit dieser Einstellung reingehen, obwohl es schwierig ist. Also meine Situation in Karlsruhe war nochmal anders, weil ich bin Karlsruher. Ich hatte nochmal eine ganz andere Identifikation mit meinem Verein, man hört es, und mit meiner Stadt. Ich glaube, dadurch war der Druck für mich nochmal ein kleines Stück höher. Und ich sage auch in meinen Ausbildungen immer wieder, der große Unterschied zwischen Amateur und Profispieler oder Trainer ist, dass du permanent mit Leistungsdruck umgehen musst. Und darum kommen nicht immer vielleicht die Besten oben an, auch als Spieler, ne, das sage ich immer wieder, sondern oft die Widerstandsfähigsten gegen Druck. Und das wird oft unterschätzt, was das mit Menschen anrichten kann. Und darum bin ich auch manchmal vielleicht ein bisschen empfindlich oder sensibel, wenn ich so dieses Stammtischgelabere höre über Menschen, die jetzt dort auf hohem Niveau Fußball spielen oder Trainer sind, wie leicht und nicht nur leicht, sondern muss man sagen, auch manchmal sehr ja, auf eine unflätige Art über Menschen geurteilt wird, die man nicht nur annähernd kennt. Wir werden noch viel hören von Rainer Scharinger über seine Benefizprojekte. Man hört aber auch jetzt schon einen Mensch mit Tiefgang, der den Profifußball auch sehr kritisch analysiert. Die Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Gleich gibt's die 10 Fragen in 60 Sekunden. Die Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Beste Laune beim Frühstücken, natürlich mit Rainer Scharinger. Er ist der große Mentor von Scharinger und Friends. Da reden wir später drüber. Wir haben über die aktuelle Entwicklung im Profifußball Trainer gesprochen. Wer hat denn dich am meisten geprägt damals als Trainer? Ich weiß, du warst doch einige Zeit Assistent von Ralf Rangnick. Man sagt, der Fußballprofessor prägt einen
so ein Ralf Rangnick nachhaltig? Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, in meiner Karriere 15 Trainer. Und ich sage das auch wiederum in meiner Ausbildung. Ich glaube, jeder Trainer gibt einem was. Wichtig ist, die guten Sachen mitzunehmen und zu reflektieren, was nicht so toll war, und das nicht aufzunehmen. Denn komischerweise, wenn ich viele meiner Fußballkollegen werden, die später mal Trainer dann sind, sehe ich manche Dinge, wo ich denke, früher hast du das kritisiert und heute machst du das Gleiche. Und das finde ich schlecht. Und von daher war es bei mir, die guten Dinge mitzunehmen, und sicherlich einer davon. Und dieser Name Fußballprofessor bei Ralf Rangnick ist ja eher oft so ein bisschen mit einem schelmischen Grinsen. Aber er war taktisch einer der besten Trainer, den ich hatte. Und ich habe auch da einiges wieder mitnehmen können. Und nicht umsonst ist fast überall, wo er war, auch immer wieder der Erfolg. Das hat auch seine taktischen Gründe. Du warst in Hoffenheim sein Co-Trainer. Jetzt wird gemunkelt. Nein, er selbst hat gesagt, auch wenn jemand mal fragen würde, wenn Jogi Löw aufhört, das würde ich machen, Nationaltrainer. Wie siehst du das? Ja, also ich glaube, dass der Ralf das auf jeden Fall genauso hinkriegen würde. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Wie gesagt, seine Außendarstellung, glaube ich, entspricht als oft nicht dem Bild dahinter. Aber das ist ja das, was wir zu Beginn auch gesagt haben. Ich glaube, jemand wie ich kann das relativ gut beurteilen, weil ich kenne ihn als Mensch und als Trainer. Und ich würde mich freuen, wenn er vielleicht mal auch solche Nachfolge antreten könnte. Also Ralf Rangnick als Nachfolger von Jogi Löw, sein ehemaliger Schüler und Assistent bei Hoffenheim Fans, gut, Rainer Scharing. Wir wollen dich besser kennenlernen, wie immer in der Martin-Wacker-Show bei den 10 Fragen in 60 Sekunden. Bitte kurze Antwort auf meine Fragen. Wir starten mit deinem Sternzeichen. Fisch. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verliebt. Deine Lieblingsfarbe? Grün. Habt ihr ein Haustier? Nur Gummibärchen. Welches Poster hing in deinem Jugendzimmer? War es ein Fußballer? Sylvester Stallone. Fast. Dein erstes Vorbild? Kevin Keegan. Deine erste selbst gekaufte CD oder Schallplatte? Boah, Sweet. Der Titel weiß ich nicht mehr. Okay. Wie bist du am liebsten unterwegs? Auto, Fahrrad oder mit den Öffentlichen sogar? Zu Fuß und zu Fahrrad. Vegan, vegetarisch oder Fleisch? Wie bist du unterwegs? Abwechselnd. Also ich bin, klar, wenn man Fleisch ist, kann man kein Vegetarier sein, aber es gibt auch Tage, wo ich auf Fleisch mal verzichte. Okay, dein Vorbild haben wir gehört. Kevin Keegan hat beim VfB Stuttgart mal gespielt. HSV. Beim HSV. Genau, da war der Mighty Maus 1977, erfolgreiche Zeit. Im ersten Jahr ganz schwer, aber dann kam er und war einer, weil ich war damals HSV-Fan, 1983 Europapokalsieger durch Magath. Felix Magath. War eine tolle Truppe und es hat mich halt geprägt, diese Zeit, da bin ich groß geworden. Kevin Keegan, was ein Name. Dein Lieblingssong aktuell, hast du irgendwas, was wir für dich spielen können? Ah, ich bin eigentlich ein großer Phil Collins-Fan. Von daher, ein Titel von ihm würde mich sehr freuen. Freue ich mich drüber. Ich teile mit ihm die Frisur, die Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Die Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Heute ein sportliches Frühstück mit Rainer Scharinger. Wir haben über deine Fußballkarriere, deine Trainerkarriere schon ein bisschen gesprochen. Du hast vor allem etwas gemacht. Du hast deinen guten Namen für die gute Sache eingesetzt. Scharinger and Friends. Inzwischen über die ganzen Jahre 400.000 Euro schwer. 400.000 Euro für die gute Sache. Wie hat es damals eigentlich angefangen? Wie kamst du auf die Idee? Was waren so die ersten, was waren die Anfänge dieses, ich will mal sagen, dieser Bewegung, die da ausgebrochen ist? Also die Bewegung ist ausgebrochen, weil ich bewegt war, weil ich meinen Bruder an den Krebs verloren habe, der verstorben ist. Und ich hatte vorher schon immer wieder teilgenommen als Spieler für die gute Sache. Und als mein Bruder vor 10 Jahren verstarb, habe ich mir selber auf die Fahnen geschrieben, mach mal selbstständig ein Projekt. Beziehungsweise eine Veranstaltung, es war eine einzelne Veranstaltung für das Hospiz Arista in Ettlingen geplant. Ich habe es dann auch durchgeführt und nachdem ich das in Bruchhausen gemacht hatte, habe ich gedacht, Mensch, eigentlich hat es irgendwie doch Spaß gemacht, Menschen helfen zu können, die krank sind, auch den Angehörigen und vor allen Dingen auch den Mitarbeitern, die einen schweren Job haben. Und da habe ich gesagt, Mensch, mach doch weiter. Und ich habe dann mit dem Hadi Schröder einen kongenialen Partner gefunden. Und wir haben mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, Scharinger & Friends gegründet. Natürlich hatten wir nicht annähernd gedacht, dass wir jetzt heute nach 7, 8 Jahren immer noch hier sind und aus 2.500 mal 400.000 Euro werden. Irgendwie zieht unser Konzept einfach zu helfen. Und ich habe gesagt, solange es funktioniert, mache ich es weiter, auch wenn es sehr viele Körner kostet. Und du hast ein unglaubliches Netzwerk aufgebaut. Es gibt ja gerade auch aus dem Profibereich
dann die Menschen, die sagen, ja, wir sind da auch dabei, wir leben auf der Sonnenseite des Lebens, aber wir wollen genau dieser Sache helfen. Du hast unglaublich viele Mitstreiter. Ja, also es ist auch, wir haben schon mal gesprochen, dass die Profisituation nicht immer so einfach ist und dass man da auch viele Menschen mal trifft, die nicht so angenehm sind. Aber jetzt, ich darf jetzt mal sagen, Ende meiner Spielerkarriere, als ich das begonnen habe, ist das eine ganz tolle Geschichte, weil man darf nicht vergessen, alle, die bei mir sind, kommen im Ehrenamt. Mhm. Niemand bekommt was und viele kommen hunderte Kilometer, um dabei zu sein, sei es Spieler, sei es Trainer, sei es drumherum. Auch du selber, der die Sache natürlich auch ganz toll unterstützt. Gerne, ja. Und ja, es ist ein tolles Projekt und ich freue mich noch auf viele tolle Dinge, auch jetzt wieder in diesem Jahr 2019. Und ja, ich mache mal Dinge, die gut laufen, ich mache mal neuere Dinge. Also ich bin auch immer wieder selber gespannt, das ist immer eine interessante Geschichte und wir freuen uns natürlich weiterhin viel Spaß in Bewegung und Sport zu haben und damit natürlich Menschen in Not helfen zu können. Die Projekte, die ihr unterstützt, Arista hast du genannt, es gibt noch weitere Projekte. Was ist für dich, du hast gesagt, es gab diesen sehr emotionalen, persönlichen Auslöser, was gibt dir weiter die Kraft, da am Ball zu bleiben? Sind es die persönlichen Begegnungen auch mit den Projekten, zum Kindernotarztwagen zu gehen, mit den Menschen zu sprechen? Du bist sehr nah dran, glaube ich. Ja, das war auch so ein Hintergrund von mir. Ich habe gesagt, ich habe 7 Projekte, die sind alle aus dem Stadt- und Landkreis Karlsruhe. Es sind 5 Kinderprojekte dabei und ich gehe überall einmal im Jahr auch persönlich hin. Um natürlich auch mal Danke zu sagen den Menschen, die dort arbeiten. Ich kriege gerade Gänsehaut, das sehe ich tatsächlich, wenn ich davon spreche, weil mich das tatsächlich immer wieder berührt. Auch die Schicksale, die man so sieht. Und ich bin auch ehrlich, unterm Jahr, wenn ich da viel im Ehrenamt auch dafür arbeite, manchmal steht es mir auch fleißigmäßig ganz oben, aber wenn man am Jahresende dort ist und dann geht man raus und sagt, Rainer, cool, Kühlschrank ist voll, deine Kinder sind gesund, gib Vollgas und ich bin froh, dann Leute wie dich und viele andere zu finden, die sagen, okay, Rainer, wir sind dabei und wir können was auf die Beine stellen und es gibt mir sehr viel zurück, wie du gesagt hast, vielleicht ist mal ein Lächeln, vielleicht ist ein selbst ein Dank, obwohl ich das nicht hören muss, sondern ja, es sind einfach auch die Momente und die Beziehungen, die daraus entstehen. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jahressumme letztes Jahr war 100.000 Euro und die Projekte dieses Jahr werden wir später noch ansprechen. Man findet sie natürlich auch alle unter scharinger-friends.de und gleich hören wir mehr von Rainer Scharinger in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Wir sind im wunderschönen Studio bei der Neuen Welle mit Rainer Scharinger und wir haben viel erfahren. Auch schon von Scharinger und Friends. Und wir wollen natürlich auch in die Zukunft blicken, welche Projekte sind noch geplant. Kommen wir noch mal ganz kurz zu seiner Fußballerkarriere zurück. Da hat eine Stadt, glaube ich, eine besonders emotionale Rolle gespielt. War gar nicht Karlsruhe. Deine Ulmer Zeit. Beschreib das mal, denn es war eine Zeit, wo man gar nicht als Profifußballer noch damit rechnet, noch mal so ein Ding zu drehen, oder? Ja, ist tatsächlich so. Ich war ja schon über 30 und ich hatte mich eigentlich schon auf meine Altersruhesitze als Spieler gesetzt, wenn man so sagen wollte. Und ich habe beim KSC in Liga 3 aus heutiger Sicht und Liga 2 gespielt und plötzlich kam die Anfrage tatsächlich aus Ulm. Ich habe dazu gesagt, obwohl ich eigentlich nicht mehr weg wollte, man muss auch ganz ehrlich sagen, dass damals mir aus Karlsruhe keine Steine in den Weg gelegt wurde. Und nachdem ich niemand halten wollte, war für mich klar, okay, ich gehe in das Abenteuer nochmal rein. Und dann war dort natürlich nochmal erste Liga mit 32 zu spielen, wunderbar. Ich habe damals, ich glaube, um die, wenn nichts Falsches sagen, 30, 31 Spiele gemacht in dieser Saison. Und war eine tolle Zeit. Ulm war erste Fußball-Bundesliga neu. Die Menschen, trotz Zusatztribünen, das Stadion war immer rammelvoll. Am Ende, wie gesagt, haben wir es nicht ganz geschafft, aber es war trotzdem ein sensationelles Jahr mit viel Herzlichkeit, mit viel Verständnis, auch wenn es mal nicht so lief. Also das hat mich tatsächlich sehr geprägt und darum bin ich tatsächlich bis heute einmal im Jahr in Ulm, laufe ins Donaustadion und besuche manche Menschen im Fischerviertel, manche Orte, manche Ecken. Ist mir bis heute, und es sind schon viele Jahre dazwischen, in bester Erinnerung. Der SSV Ulm in der Bundesliga, das ist auch fast schon Fußballhistorie, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und darum dreht sich auch Wackers wahre Geschichte. Ich suche mir immer eine Geschichte raus, die ein bisschen ungewöhnlich ist und die zu meinem Gast passt. Bei dir ist es tatsächlich die Geschichte vom Ulmer Wahrzeichen, dem Ulmer Spatz. Und du musst rausfinden, warum der so heißt. Ich habe 3 Lösungsmöglichkeiten. Ja? Es gibt eine Sage, beim Bau des Münsters sollen die Ulmer einen besonders großen Balken angekarrt haben. Sie schafften es aber nicht, den Balken durchs Stadttor zu bringen. Als sie kurz davor waren, das Tor einzureißen, sahen sie einen Spatzen, der einen Zweig im Schnabel trug, um diesen
in sein Nest einzubauen. Warum ist seitdem der Spatz das Wahrzeichen Ulms? Es gibt drei Lösungsmöglichkeiten. Der Spatz flog über das Tor, nicht hindurch. So bauten die Ulmer eine Konstruktion, um das Bauholz fortan über eine Art Brücke ins Innere der Stadt zu bringen. Schwäbische Tüftler halt. Der Spatz pickte mit seinem Schnabel den Zweig in zwei Stücke und schaffte es dann durch den schmalen Spalt zu fliegen. Und so zersägten die Ulmer ihren Balken und taten es dem Spatz gleich. Oder ist die dritte Geschichte wahr? Der Spatz flog mit dem Zweig längs durch das Tor. Da ging den Ulmern ein Licht auf und sie legten den Balken der Länge nach auf den Karren und nicht quer wie bisher. Jetzt muss der Rainer ein bisschen nachdenken. Sie zu Hause denken bitte auch nach. Was ist passiert? Hat er den Zweig über das Tor fliegen lassen oder hat er ihn in zwei Teile zerhackt oder längs durch das Tor geflogen? Die richtige Lösung gibt es gleich in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Sie zu Hause am Frühstückstisch haben gerätselt mit uns gemeinsam. Was hat der Spatz so Kluges gemacht, damit er fortan das Ulmer Wahrzeichen wurde, der Ulmer Spatz? Was hat er gemacht, was glaubst du? Hat er tatsächlich den Zweig übers Tor geflogen? Hat er das Ding zerhackt oder hat er dann längs durchgeflogen? Also ich muss gestehen, ich weiß die Lösung nicht. Die dritte Lösung wäre nämlich eine humorvolle Variante. Längs durch das Tor. Längs durch das Tor, ja. Aber irgendwie sagt mein Bauch Lösung 1, aber ich lasse mich jetzt überraschen. Lösung 1, also er flog über das Tor nicht hindurch. Richtig ist, er flog längs, den wirklich längs durchs Tor. Er hat den, also drei er tatsächlich. Hat den, ja, er hat den zwei längs in den Schnabel genommen und ist so durchs Tor. Und dann haben die den auf den Karren gelegt und haben den Balken auch durchgebracht. Ja, deswegen gibt es den Ulmer Spatzen. Rainer hat es nicht gewusst, die zu Hause mit Sicherheit gleich mehr von Rainer Scharinger auf der Neuen Welle. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Wir haben einen sehr humorvollen Sonntagvormittag mit Rainer Scharinger, der den Ulmer Spatzen nicht richtig kannte. Wir kennen ihn jetzt ab sofort. Wir haben gerade in der Gesprächspause gesagt, ha, ganz schön blöd, die Ulmer, aber das haben wir nicht laut gesagt. Rainer, wir wollen dich natürlich besser kennenlernen. Das haben wir schon getan mit den 10 Fragen in 60 Sekunden. Jetzt wollen wir ein Spiel mit dir machen. Das spielen eigentlich unsere Neuen Welle-Hörer immer in der Morningshow. Jetzt bist du dran. Bye. Stadt, Land, Quatsch. Es gibt einen Buchstaben für dich. Und dann wie bei Stadtland Plus verschiedene Begriffe, von dir immer eine schnelle Antwort. 30 Sekunden hast du Zeit. Ab 5 Richtigen gibt es diese wunderbare neue Welle XXL-Tasse für zu Hause. Okay? Bist du startklar? Dein Buchstabe, mit dem du spielst, ist das K. K. Und du nennst mir jetzt Kategorien? Ja, es geht los. Mit der Stadt. Karlsruhe. Ein Land. Kanada. Deine Lieblingsfarbe. Grau. Eine Farbe mit Grau. Ach nee, das ist nicht ganz richtig. Ein Mordwerkzeug. Keil. Hast du ein Laster mit K? Köstlichkeiten. Eine Sprache. Kroatisch. Beim Fußball. Was mit K? Schnelle Angriff aufs gegnerische Konda, Tor. Konda. Habe ich gerade noch helfen können? Es war gar nicht schlecht, du hast nicht weiter gesagt und das sind mit Sicherheit einige Richtige. Wie viel sind es geworden, Junior? 6 Richtige? 6 Richtige, das heißt bei dir sozusagen, die Tasse ist gewonnen. Ich nehme mal, wenn Sie ja, das Video später schauen, werden Sie sehen, da gibt es noch einen Rainer Scharinger, Scharinger und Frenzball für zu Hause. Außer Fußball gibt es kein anderes Spiel bei dir. Du bist auch noch auf dem Fußballplatz unterwegs ab und zu, spielst auch noch ab und zu mal deine Kicks mit Scharinger und Frenz und bei Promi-Mannschaften, ne? Ja, also KSC Allstars, Unitas, Toto Lotto oder wenn sonst für die gute Sache. Also ich will immer die Fußballschuhe anziehen, dass ein vernünftiger Grund auch dabei ist. Und tatsächlich mal unter der Woche ein paar Kumpels, um einfach auch in Bewegung zu sein. Auch wenn ich jetzt Trainerausbilder bin, leider kommt man nicht zu viel zum Spielen, mehr zum Erklären und Erzählen. Und von daher ist der Fußball schon wichtig. Aber ich muss auch ehrlich sagen, auch mal eine halbe Stunde Turnschuhe durch den Wald in aller Ruhe tun mir auch mal gut. Und es ist nicht nur Spaß, es ist auch sehr viel Ehrgeiz, wenn man dich so sieht bei den Spielen. Es gibt immer einen, der viele Tore schießt, Rainer Scharinger. Du bist noch richtig mit Ehrgeiz auch dabei. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin so aufgewachsen auf der Straße. Irgendwie das Tore schießen hat mir am meisten Spaß gemacht. Im Alter hat sich das tatsächlich auch nicht verändert. Also wie man jetzt so schön, muss vorsichtig sein, das Wort hier benutzen darf, aber ich bin immer noch geil auf Tore. Macht immer wieder Spaß. Und wenn ich dann spiele, dann bin ich kurz infiziert. Und es gab im Januar, glaube ich, ein Riesenerlebnis für euch, das All-Stars-Turnier in Berlin in der Max-Schmeling-Halle.
Was war das für ein Gefühl? Ja, es war echt auch mal wieder geil. Es waren 8000 Zuschauer, es war ausverkauft. KSC war der Underdog, weil wir waren so im Schnitt 10 Jahre älter und 10 Kilo schwerer wie unsere Gegner. Du nicht, aber Sergei Kiriakov habe ich noch in Erinnerung. Und ja, wir waren dann irgendwie die Mannschaft der Herzen und haben die ersten beiden Spiele gegen Barcelona und gegen Hertha BSC. Wir waren jeweils 60 Sekunden vor Schluss, ein Tor im Rückstand, haben beide Spiele gewonnen und dann waren wir irgendwie mittendrin statt nur dabei. Und wir als KSC sind auch dabei, in der dritten Halbzeit relativ stark zu sein. Und so wurde es auch ein bisschen unser Turnier und war wirklich zwei tolle Tage in der Hauptstadt. Und ich glaube, aufgrund, so wie wir aufgetreten sind, sportlich, also außenrum, hat der Veranstalter gesagt, KSC, obwohl sicherlich viel größere Namen gibt in Europa, und das sind wirklich tolle Teams, wir sind wieder dabei. Also, wir können uns wieder freuen auf das All-Stars-Team auch im nächsten Januar in Berlin in der Max-Schmeling-Halle. Rainer Scharinger gleich mehr zu Scharinger und Friends. Die Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Rainer Scharinger ist mein Gast. Wir haben schon ganz viel gesprochen über die Gewichtsklasse von Sergei Kiriakov, über viele andere Dinge. Macht sehr viel Spaß. Ich hoffe, Ihnen zu Hause auch. Und wir reden nochmal über Scharinger und Friends. Dein großes Benefizprojekt, auch im Jahr 2019, wieder am Start. Im Mai ist die große Pressekonferenz, wo die Projekte vorgestellt werden. Was ist dieses Jahr alles mit dabei? Wieder tolle Spiele und hast du wieder tolle Spiele an der Angel? Ja, tatsächlich. Also wir machen wieder unsere großen Fußball-Events. Da bin ich jetzt wieder dran. Muss das Netzwerk wieder funktionieren, wie letztes Jahr an Jens von Wotny, an Ike Hessler, an Ali Günös, an Jaschwili. Wir hatten ja wieder ganz tolle Spieler. Ich denke, das kriegen wir auch 2019 hin. Dazu ein paar Dinge neben dem direkten Fußball, wie unser Kulturabend, wo du ja auch schon Highlight-Gast warst. Dart-Turnier, Fußball-Tennis-Turnier. Und dieses Jahr zum ersten Mal war wieder eine neue Idee, ab und zu habe ich was, der erste Benefiz-Gesundheitstag, wo wir dann auch junge und ältere Menschen zusammenbringen im Fitnessstudio und dort auch für die gute Sache uns bewegen. Und ja, ich glaube, es wird wieder ein ganz interessantes Benefizjahr. Natürlich im Vordergrund soll auch Spaß, Freude und Gemeinsamkeiten stehen und am Ende natürlich auch hoffentlich wieder einiges an Spenden für die Menschen und Kinder in Not in und um Karlsruhe. Scharinger & Friends muss nicht immer besucht werden. Ihr habt auch eine ganz neu gestaltete Homepage und auch die Möglichkeit, dass man, wenn man Geburtstag hat, spendet, wenn man andere Projekte hat. Was für Möglichkeiten gibt es da? Ja, sehr gutes Stichwort. Es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder Menschen hatte, die sagen, okay, ich habe meinen runden Geburtstag und eigentlich haben wir ja vieles. Ja. Und wir haben eine sogenannte Scharinger & Friends Box, die kann man sich abholen und kann dann sagen, okay, zu meiner Hochzeit, was wir schon hatten, zu Geburtstagen, zur Kommunion, auch junge Menschen sagen, okay, ich will einen Teil oder statt Geschenke eben dort in die Box was rein. Und die Leute können auch immer selbstständig festlegen, für was dann ihre eigenen Geburtstags- oder Feierspenden gemacht werden. Und dann haben wir da auch immer wieder zusätzlich Möglichkeiten, um Menschen glücklich zu machen und zu helfen. Und wie du richtig gesagt hast, über unsere Homepage gibt es so einen gelben Button, der heißt Feiern und Spenden. Und wenn man da drauf klickt, wird da alles erklärt. Also ist alles relativ einfach. Und wir bringen auch die Box, wenn es sein muss. Kein Problem. Scharinger-friends.de, da gibt es alle Informationen. Rainer, hat mich sehr gefreut. 400.000 Euro kamen bisher zusammen. Wir hoffen auf viele Euro mehr. Jede kleine Summe hilft. Und für dich auch alles Gute in deinem Job, bei deinen Projekten und als profaner Beobachter des Profifußballs. Danke, dass es geklappt hat. Herzlichen Dank. Danke. Martin Wacker Show mit Rainer Scharinger am Sonntagvormittag.